Das Entscheidende war ja wahrscheinlich gewesen, nicht, dass sie in der Höhe waren, sondern dass man sie rausgenommen hat aus ihren nicht immer günstigen Lebensverhältnissen, ja, dass sie genug zu essen hatten, dass sie niemand mehr können anstecken konnten, der nicht schon krank war vorher. Und dass sie die Ruhe hatten und Zeit, um sich ohne Medikamente mit ihrer eigenen Widerstandskraft von der Tuberkulose zu erholen. Im Wattland und in vielen anderen Höhenkurorten unserer Alpen erwarten Tausende von der reinen Höhenluft, von der Sonne und der Kunst unserer Ärzte Heilung ihrer Krankheiten. Die ersten Nachmittagsstunden gehören in allen Sanatorien den Liege- und Ruhekuren. Die Tuberkulose befällt nicht nur die Lunge, sondern auch Knochen und Gelenke. In den 20er Jahren war es vor allem Dr. Auguste Rollier, der sich mit Knochentuberkulose befasste. Rollier war ein Pionier. In seiner Klinik in Lesin wandte er revolutionäre Behandlungsmethoden an. Im 33, da bin ich 23 gewesen, und dort bin ich 3 Monate in Lesin umgekehrt. Und das war sehr eindrucksvoll gewesen. Und zwar ist damals die Sonnenbehandlung, die Heliotherapie, ist bei der Tuberkulose sehr im Vordergrund gewesen. Und zwar nicht bei der Lunge. Die Lungentuberkulose ist gefährlich, die Sonnenbestrahlung, wegen Lungenblutungen. Sondern Gelenktuberkulose, Knochentuberkulose, die hat man sonnenbestrahlt. Und ich habe noch die Erinnerung an das Lesin, da war eine grosse Klinik und oben war eine grosse Sonnenterrasse. Und da sind 50 Patienten in dem Bett auf die Sonnenterrasse aufgebracht worden und haben da gesündelt. Und die Klinik hat Manufaktur geheissen. Manufaktur heisst manuell vom Hand. Da sind die Patienten bei ihrem Bett, haben sie vorher ein Tischchen gehabt. Und danach haben sie irgendeine kleine Arbeit gemacht. Zum Beispiel, dass wir geblieben, sie haben elektrische Sicherungen zusammengesetzt. Und das ist natürlich für den Patienten Wohltag gewesen, dass er hat an und für sich, können auch während dem Liegen noch etwas Vernünftiges tun. Wir sehen hier Dr. Rollier inmitten seiner Patienten. Es handelt sich hier um Fälle von Knochentuberkulose. Dr. Rollier war es, der vom Prinzip ausgegangen ist, dass Arbeit eine Hauptbedingung des normalen und glücklichen Lebens ist. Der überraschende Erfolg seiner Methode hat ihm nach allen Seiten Recht gegeben. Es galt ihm, zugleich die Krankheit, die den Körper und die Langeweile, die den Geist angreift, zu bekämpfen. Seine Kranken können sich ihren Unterhalt zum Teil selbst verdienen. Und das trägt viel zu einer rascheren Heilung bei, viel mehr, als es die alte Heilmethode ahnte. Es ist verhältnismäßig leicht, die kranken Handarbeiter zu beschäftigen. Schwieriger ist das Problem der Beschäftigung bei den Intellektuellen. Diese Aufgabe hat sich das Universitätssanatorium des Dr. Vautier gestellt. Hunderte von Studenten und Professoren aus der Schweiz und aus 20 anderen Ländern haben hier Genesung gefunden, ohne deswegen den notwendigen Kontakt mit der Welt der Bücher und der Wissenschaft zu verlieren. Die Geisteshaltung des Tuberkulosen ist für die Heilung von größter Wichtigkeit. Darum wird dem Studenten hier alles für ihre Arbeit Notwendige zur Verfügung gestellt. Bücher, Studienmaterial, alles, was ihre intellektuelle Tätigkeit anregt.